Wie viele haben wir von denen noch? 9. Wir brauchen 15. Also brauchen wir von denen noch 6. Hallo und herzlich willkommen zu Planet Nomads mit der Folge Nummer 201. Ja, wir sind hier dabei, den Flieger zu bauen und ich habe gerade dann doch noch entschieden, einen 3D-Drucker draufzusetzen. Ich weiß, dass das alles wahrscheinlich wieder viel zu schwer wird. Aber, jawohl, einmal runterfallen ist auch in Ordnung. Aber ich denke mal, das wird nötig sein. So, hiervon brauchen wir 2. Und hiervon brauchen wir 2. Das heißt, wir brauchen jetzt erstmal 4 Kohle wieder. Och, Mensch. Eine Kohle haben wir. Zwei Kohlen haben wir. Drei haben wir. Vier haben wir. Dann gucken wir, ob wir noch ein paar mehr bekriegen. Oh ja, 10 haben wir. Gut. Und das da alles oben rein. Da habe ich 24 Stück von. Hier habe ich schon mal 2 wieder. Sehr gut. Oops. Nein, nicht trennen. Verbinden wollen wir. Na komm, gib mir Strom. So, 1, 2, 3.
Platten. Die stellen wir mal eben her. Und es schüttet wie aus Eimern. Wow. Da war ja klar, eine einzige Kohle fehlt, um das fertig zu kriegen. Extreme temperature warning. Ja, ich würde sagen, wir schmeißen jetzt mal hier in den Kanister zwei von denen rein. Kein Eisen, okay. Aber immerhin hat er schon mal Kohle. Ja, ich würde sagen, dann holen wir jetzt alles von da hinten. Eine Kohle nehmen wir noch mit, um den einen da hinten noch fertig, damit wir den Auftrag nicht abbrechen. Kohle, genau. Und dann wird hier alles leergeräumt und dann wird der auf Produktion von Wasser umgestellt. Also die Station hier. Okay, voll.
Jetzt mal von unten an hier. Alles raus. Das. Okay, dann sagen wir ihm jetzt, er soll Deuterium herstellen. Also sprich, er hier soll, nein, nicht er, er hier soll Wasser herstellen, unbegrenzt. Warum hat der kein Wasser? Ja, okay, so viel hat er nicht. Aber die Verbindung da hinten war doch fertig, ne? Ja, gut. Ups. Was wir auf jeden Fall noch brauchen, ist so ein Spender, so ein Itemspender. Setzen wir auf jeder Seite einen hin. Damit wir. Ne, wir setzen nur auf dieser Seite einen hin, damit gleich mal wieder ein bisschen die Gewichtsverlagerung von da aus. Das ist doch eine gute Maßnahme. Wo haben wir sie? Da, der Itemspender. Genau. Hey, nicht runterfallen. Wieso brauchen wir Rahmen? Wieso haben wir keine mehr? In der Zwischenzeit hat er ja dann vielleicht ein bisschen was gefunden. So, noch einmal durchscrollen. Und dann würde ich jetzt unten noch mal gucken. Ich glaube, ich habe vergessen, den Auftrag zu geben. Wäre natürlich eine Möglichkeit, dass es daran liegt.
in uns hier. Ein Raum. Einmal zusammengesetzt. Ha. Das heißt, wir können hier diese Teile alle hier reinpacken. Das stört uns dann nicht. So, für 15 Minuten haben wir noch Energie. Verbindung. So, das haben wir verbunden. Den einen brauchen wir jetzt. Ja, dann haben wir den. Und jetzt brauchen wir 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24, 26, 28, 30. So, 30 davon. Wie viele haben wir von denen noch? 9. Wir brauchen 15. Also brauchen wir von denen noch 6. So, machen wir erstmal so rum. Aha. So, von da bis zum T-Stück haben wir. Brauchen wir noch die beiden und dann haben wir den auch schon wieder damit verbunden und dann da hinten noch mal und dann ist das auch verbunden. Dann ist das nur hier eine rein optische oder beziehungsweise gewichtsverlagernde Sache, dass wir die hier fertig bauen. Aber ich weiß nicht, ob die jetzt im nicht fertig gebauten Zustand ein anderes Gewicht haben als im fertig gebauten. Keine Ahnung.
Aber wir sind schon wieder am Ende dieser Folge. Schön, dass ihr da wart. Mich würde es freuen, wenn ihr beim nächsten Mal wieder mit dabei seid. Lasst einen Daumen da, einen Kommentar. Vergesst es aber nicht. Bis dann. Tschüss.